Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar habe ich mir jetzt mal das ist ein bisschen arg voll geworden, mein Sommergetränk fertig gemacht. Und ja, ich sitze gerade in der Küche. Und werde mir, denke ich mal, auch jetzt noch was zum Essen machen. Ja, ich weiß nicht genau was, aber... Also ich habe auf jeden Fall einen Smoothie heute mal gemacht. Was Erfrischendes. Na, den kann ich nicht nehmen, den Strohhalm, der biegt sich nicht. Schmeckt ganz gut, also schön erfrischend. Banane mit Milch. Und ein bisschen Kakaopulver mal reingetan. Ja Leute, ihr könnt gerne Kommentare mal schreiben oder irgendwie Likes da lassen. Das fehlt bei meinen Videos irgendwie, habe ich so mitgekriegt. Und da sind relativ wenig irgendwas, was von eurer Seite aus kommt. Also keine Likes so richtig, beziehungsweise am Anfang habe ich noch relativ viele Likes bekommen, mittlerweile schon relativ wenige. Beziehungsweise bei einigen Videos sind gar keine Likes da. Und finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Weil ich weiß nicht, was mit der Kontaktaufnahme irgendwie los ist. Ob die Leute nicht schreiben wollen oder ob sie nicht können oder ob sie einfach nur davon ausgehen, ja, dass man die Videos schneiden muss. Und ich tue meine Videos halt nicht schneiden, beziehungsweise brauche ich eigentlich das auch nicht so wirklich, weil man kann auch normale Videos drehen, die man nicht schneiden tut. Und ich habe bei einigen Videos mal so ein Thumbnail probiert einzufügen. Das heißt, ein Foto ist zu sehen auf der Startseite vom Video, und dann, wenn das Video losgeht, beziehungsweise wenn man draufklickt, dann spielt sich das Video ab. Das heißt, man sieht erst ein Foto und dann geht das Video los. Und das finde ich eigentlich von der Einstellung her bei YouTube relativ ein Vorteil, also dass man sowas einfügen kann. Aber mit Videos schneiden habe ich erstens keine Ahnung, wie es funktioniert. Zweitens muss ich das auch ehrlich gesagt nicht machen. Und wenn man nur davon ausgeht, ja, man nimmt nur Kontakt auf zu Leuten, die Videos schneiden, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen doof. Also ich halte davon gar nichts. Also man kann ganz normale Videos drehen, ohne dass man was einfügt, ohne dass man Videos schneiden tut. Man muss nicht unbedingt Thumbnails reintun, also man kann einfach nur ein Video drehen, das hochladen auf YouTube und fertig. Man braucht nicht so große drumherum Sachen machen, also
Ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich meine, die Technik ist zum einen Teil wichtig, die ist dazu da, dass gewisse Sachen funktionieren und auch laufen. Und ja, dass man gewisse Dinge anwenden kann, dafür ist Technik super und auch schön und gut, aber man muss nicht unbedingt ständig so viel Wert auf technische Sachen legen. Also es ist schön, wenn man technische Ausstattungen hat und besitzt, aber man sollte sich halt auch überlegen, was ist sinnvoll im Alltag, wie tut man es anwenden, was kann man genau gebrauchen, dass es auch anwendbar ist oder funktioniert und klappt. Und man braucht nicht alle Sachen. Also man kann auch probieren, mit kleinen Dingen irgendwas hinzubekommen, dass es dann doch wieder funktioniert. Ja. Also das ist jetzt so meine Gedankenweise, die ich einfach mal kurz ansprechen wollte. Und ja, ich meine, bei mir funktionieren einige Dinge auch nicht. Mein Handy ist vor kurzem kaputt gegangen. Beziehungsweise der Strom ist drauf, aber das Display geht nicht an, beziehungsweise ich komme nicht auf die Startseite. Und habe dann sozusagen WhatsApp neu raufladen müssen. Hat auch geklappt, aber technisches Gerät ist anscheinend defekt. Warum, weiß ich nicht. Ob da irgendwie was gelöscht wurde von meiner Seite, dass es nicht mehr jetzt angeht. Ich habe keine Ahnung. Aber es soll mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig sein. Ich gehe jetzt meinen Alltag weiterhin nach und freue mich, dass ich demnächst auch ins Freibad gehen kann. Und dann spritze ich mich mit Wasser voll, sozusagen. Also ich brauche eine Dusche. Also ich schmor schon wieder in der Hitze.